Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, nach zwei Folgen, beziehungsweise bei der dritten Folge am heutigen Tag, haben wir endlich mal strahlenden Sonnenschein. Also ähnlich wie es schon den ganzen Tag seit heute Morgen 6 Uhr, glaube ich, schon bei uns auch ist. Wir haben eine, ja, alte Quest, die wir noch weitermachen müssen, und wir müssen uns irgendwo hier in der Höhle treffen. Ich habe aber ehrlich gesagt keinen Plan mehr, wie wir da hinkommen. Ich glaube, wir müssen irgendwie da durchreiten. Oder ist das hier der Eingang? Nee, ich glaube, das hier ist der Eingang. Das sieht ganz gut aus. Oder auch nicht. Aber wir nehmen einfach mal die Sachen hier mit. Da ist noch ein Buch. Ein schwerer Sack. Die kann man natürlich nicht liegen lassen. So, sieht aber trotzdem gut aus, weil wir müssen hier oben durch, so wie es aussieht. Ah, Hallöchen. Wir haben euch gefunden. Die Geister sagten mir, dass ihr in der Nähe seid. Ich habe mit den Ternion-Mönchen gesprochen. Sie haben den König und den Prinzen eingelassen, nicht jedoch mich. Ich habe die Gemeinde verlassen. Das vergessen sie nicht. Aber sie werden dem König helfen. Was nun? Der Traumwandler ist bereits drinnen. Lasst die Mönche wissen, dass ihr die Ritualkomponenten bringt. Ich muss los. Fildgor ist auf der Flucht. Und wir holen rasch zu ihm auf. Jetzt geht und rettet den König, damit er uns zum Sieg führen kann. Ja, und wir haben Wolfsschwester-Sandalen erhalten. Leider ohne Set. So, wir sind hier, um Sachen zu Außenseiter liefern. sind hier nicht willkommen. Hallo, ich habe doch gerade gesagt, wir sind hier, um Sachen zu liefern. Außenseiterin, lasst uns bitte einfach in Ruhe. Die Ternion-Mönche wollen sich am Krieg dieses Landes nicht beteiligen. Jorun, das Galgenkönig, wurde hierher gebracht. Ich muss ihn sehen. Euer König ist in einen tiefen, ewigen Schlaf gefallen. Ihr könnt ihm nicht helfen. Sein Schicksal hängt jetzt von der Gunst der drei alten Götter ab. Wollt ihr damit sagen, König Jorun ist tot? Nicht tot. Zumindest noch nicht. Aber seine Seele kämpft, während sich seine Träume in Gift verwandeln. Sie zerren an ihm und ziehen ihn tiefer in die Dunkelheit hinab. Der guckt so irre. Einer, der sich der Traumwandler nennt, behauptet, er könnte in seinen Albtraum eintauchen. Mit unserer Magie, so sagt er, kann euer König gerettet werden. Ich muss den Traumwandler sehen. Sprecht mit Yatva in der Höhle, aber macht euch nicht zu viele Hoffnungen. Wenn die drei alten Götter eure Hilfe brauchen, dann ist das eine Sache zwischen euch, ihnen und den Ternion-Ältesten. Warum haben die Ternion angeboten, den Skaldenkönig zu helfen? Unsere Religion ist uralt, aber sie hat nur wenige Anhänger. Die meisten Nord schimpfen uns einen Kult oder Schlimmeres. Indem wir eurem König helfen, können wir vielleicht allen zeigen, wofür unser Glaube wirklich steht. Wo bin ich hier? Dies ist unser Zuhause, Fremdling. Wir Ternion haben gerne unsere Ruhe, also verschweigen wir für gewöhnlich, wo wir leben. Ich hoffe, ihr könnt das respektieren. Warum versteckt sich euer Clan? Wir verehren die alten Götter. Götter, die von den meisten der Nord nicht mehr anerkannt werden. Sie schimpfen uns Eiferer und Fanatiker, Anbeter falscher Götter. Ihr versteht sicher, warum wir nicht in Windhelm leben. Okay, dann machen wir uns mal auf. Auf. Wir haben aber noch die Quest erhalten. Die hat er mal wieder nicht angenommen. Das heißt, es muss wieder manuell umgestellt werden. Ich verstehe auch nicht. Oh, plündert 8 Runensteine. Ah ja, doch, mit T kann ich das sogar umschalten. Das ist cool. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht nehmen. Das war jetzt irgendwie Reflexion, als hier gerade was am Leuchten war. So. Ihr seid gekommen, um den schlummernden König zu unterstützen? Als ich ihn das letzte Mal sah, war seine Haut blass und sein Atem ging flach. Seine Lebenskraft fließt langsam aus ihm heraus. Jetzt bräuchte man ein Wunder,
oder einen Gefallen von den drei alten Göttern, um ihn zu retten. Ich kann König Jorun retten. Wenn er nicht gerade irrwitzige Fragen stellt, erhebt der Traumwandler den gleichen Anspruch. So viele Fragen. Er glaubt wirklich, dass wir uns in Käfer und Fliegen verwandeln. Da das Leben eures Königs in der Schwebe hängt, hoffe ich sehr, dass ihr euer Vertrauen nicht in die falsche Waagschale gelegt habt. Ich vertraue ihm. Er hat das Leben vieler seiner Leute gerettet. Wenn ihr das sagt, bevor euer Freund in den ewigen Schlaf eintauchen kann, müssen wir die Lebenskraft des Königs stärken. Wir müssen ihn lange genug von der Schwelle des Todes zurückholen, damit der Traumwandler in seinen Schlaf hineinschlüpfen kann. Ansonsten wird die Reise sie beide töten. Ich habe das Blut eines Vampirs gesammelt. Grässliche Kreaturen. Aber ihr Blut hat seinen Nutzen. Ich werde das Tor zu einem unserer Ritualplätze öffnen. Bitte stört die Mönche nicht, die dort beten. Euer König schläft auf der mittleren Plattform, wo unser Hohepriester ihn pflegt. So, sie macht das Tor auf. Ich gucke jetzt gerade. Oh, ganz wichtig, ganz wichtig. Platinflöz kann ich nicht liegen lassen. Ich dachte eigentlich eher, ob hier noch irgendwie ein Buch ist oder so, aber das müssen wir mitnehmen. So, dann kann ich mich noch gut an diesen Platz erinnern. Es ist, wenn ich mich richtig erinnere, auch das letzte hier im Gebiet, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Warum schläft mein Vater noch immer, Priester? Unsere Heilmagie hält ihn am Leben. Aber das dädrische Gift ist stark. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es besiegen können. Wenn mein Vater stirbt, werden die Ternion-Mönche das bereuen. Seid euch dessen gewiss, Heiler. Und jetzt rettet euren König. Was für ein Schwachmat, ganz ehrlich. Ich meine, nur weil ich jemanden drohe, heißt das ja nicht, dass der demjenigen, der da gerade am Sterben ist, oder ihm sterben liegt, besser helfen kann. Der Sohn von König Jorun macht sich Sorgen. Und das ist auch verständlich. Unsere Heilmagie ist stark. Aber sie nützt nicht viel gegen ein von Daedra verunreinigtes Gift. Der König wird nicht von alleine aufwachen. Ich habe den Traumwandler mitgebracht, um zu helfen. So sagen es mir meine Mönche. Wir pflegen üblicherweise keinen Umgang mit dädrischer Magie. Wir können König Jorun am Leben erhalten, aber wir können nicht für seine Genesung sorgen. Euer Traumwandler ist unsere beste Chance. Ich hoffe, das ist nicht sein erstes Mal. Wie kann ich helfen? Ihr habt uns gebracht, was wir brauchen. Jetzt muss der Traumwandler den Traumpfad betreten. Von da an ist er auf sich gestellt. Meine Magie kann ihm nicht helfen. Betet an den Totems der drei alten Götter. Vielleicht werden sie euch zeigen, wie weit der Traumwandler vorangekommen ist. Danach können wir nur noch zuschauen und abwarten. Kommt, Traumwandler! König Jorun ist bereit. Es ist Zeit für euren Einsatz. Keine Sorge. Ich habe das schon oft getan. Sehr oft, aber noch nie die Träume eines Königs betreten oder gegen dädrische Magie gekämpft. Aber ich bin mir sicher, dass alles gut wird. Haltet den König gut fest. Wenn er um sich schlägt, müsst ihr ihn mit einem Stein schlagen. War Spaß, nur Spaß. Ja, weg war er und wir können nichts mehr tun. Aber wir können hier noch an die Altäre gehen. Das Totem des Fuchses. Was ich seltsam finde, weil das ist sehr ein Adler. Kalt. Muss so schnell sein wie möglich. Die Feuer finden. Ihre Wärme spendet Leben. Die Wände stürzen ein. Beim Licht bleiben. Nicht vergessen. Beim Licht bleiben. Warum ist da ein Adler dran festgemacht? Ich meine, ich sehe den Fuchs im Hintergrund, aber warum ist hier vorne ein Adler festgemacht, wenn das der Altar des Fuchses heißt? Ich muss es nicht verstehen. Aber okay. Wieder ein Adler. Was ist das für ein Irrsinn? Visionen verlorener Krieger. Eine Frau, die mich zu sich ruft. Seltsam.
wunderschön. Aber etwas stimmt hier nicht. Ich muss sehr vorsichtig sein, wenn es doch nur einen Weg gäbe, die Wahrheit herauszufinden. Ja, der hätte aber auch gerne bis zum Ende da bleiben können. Das war jetzt ein bisschen seltsam, dass er zwischendurch abgehauen ist. Sehr traurig. Die Soldaten des Königs, sie fielen in der Schlacht, sind aber in einem Traum wieder auferstanden. Zorn erfüllt sie und sie sind stark. Hätte ich doch nur die Kraft, sie zu bekämpfen. Das wird eine Herausforderung, gelinde gesagt. Was für Hexerei ist das, Priester? Was passiert da mit meinem Vater? Der Traum. Er verlässt den Körper des Königs. Wie kann das sein? Die drei alten Götter wachen über diesen Mann und gewähren ihm eine schnelle, schmerzlose Abreise von diesem Ort. Was ist los? Etwas hat unsere Magie und die des Traumwandlers erschüttert. Was immer König Jorun heimsucht, beginnt nun damit auch in diese Welt hineinzuströmen. Je weiter sich das Gift in seinem Körper ausbreitet, desto heftiger setzt er sich dagegen zur Wehr. Es drängt diese Kräfte in unsere eigene Ebene. Was wollt ihr damit sagen? Es bedeutet, dass euer König die letzten Augenblicke seines Lebens erlebt. Sein Geist ist stark. Er ist ein Kämpfer. Ich glaube, dass das zu diesen Projektionen geführt hat. Er will sich dem Tod einfach nicht ergeben. Leider können wir ihm von hier aus nicht helfen. Wir dürfen nicht aufgeben. Der Traumwandler wurde durch die magische Explosion wahrscheinlich verletzt. Er war die letzte Chance, die wir hatten. Euer König schafft es nicht alleine. Können wir Prinz Irnsgar in den Traum schicken, um seinen Vater zu helfen? Zweifelsohne würde er gern zu seinem Vater stoßen. Aber er ist noch nicht bereit. Sogar jetzt überkommt ihn noch die Wut. Man muss von Ruhe erfüllt sein, um so eine Reise auch nur in Erwägung ziehen zu können. Wenn wir ihn dorthin schicken, besiegeln wir nur den Tod von Vater und Sohn. Dann schickt mich an seiner Stadt. Würdet ihr das tun? Für einen Mann, den ihr kaum kennt? Ihr könntet damit euer eigenes Leben verwirken. Nun gut, die Entscheidung liegt bei euch. Ich kann das, was von der Magie des Traumwandlers geblieben ist, dazu benutzen, um euch auf den Traumpfad zu schicken. Von da ab seid ihr auf euch allein gestellt. Ja, und wir erhalten einen setlosen Heilungsstab und einen Fertigkeitspunkt. Ich kann mir nicht vorstellen, was euch in den Träumen von König Jorun erwartet. Seine Träume werden zu Albträumen. Was einst angenehm war, ist jetzt verdreht und dunkel. Ihr müsst ihm helfen, diese Prüfungen zu bestehen. Was muss ich tun? Betet zu den drei alten Göttern. Bittet um ihren Segen und ruft ihre Aspekte um Beistand an. Sie könnten euch helfen, wenn auch jeder auf andere Weise. Denkt daran, was der Traumwandler gesagt hat, und seid offen für jede Hilfe, die euch einer der Aspekte bieten kann. Woher werde ich wissen, welchen Aspekt ich auswählen soll? Ich kann euch Einblicke in das Wesen von jedem unserer Götter gewähren, bevor ihr in König Joruns Traum eintaucht. Das ist alles, was ich von hier aus tun kann. Sobald ihr in den Traum eintaucht, seid ihr auf euch allein gestellt. Ich werde versuchen, seine Lebenskraft so lange aufrecht zu erhalten, wie ich kann. Ich verstehe. Das Gift bedient sich Joruns Erinnerungen und stärkt seine größten Ängste. Der Tod seiner Schwester, die Soldaten in seinen Diensten und Fildgor. Seine Träume haben Wächter erzeugt, um seine wahren Erinnerungen zu schützen. Erzählt ihr müsst mir von ihm die Wahrheit zeigen. Entschuldigung. Erzählt mir von den Aspekten eurer Götter. Unsere Magie erlaubt es uns, die Erscheinungen der drei alten Götter heraufzubeschwören. Fuchs, Bär und Wolf. Geisterformen helfen uns bei der Durchführung von Aufgaben, die die Möglichkeiten gewöhnlicher Sterblicher übersteigen. Erzählt mir vom Fuchs. Der Fuchs ist listenreich und flink. Er steigert die Geschwindigkeit, mit der wir etwas tun. Er macht uns schneller und beweglicher, als wir von Natur aus sind.
Falls ihr Geschwindigkeit braucht, dann solltet ihr diese Erscheinung anrufen. Erzählt mir vom Bär. Der Bär ist stark und mächtig, ein Beschützer. Er steigert unsere Kraft und schützt uns vor Schaden. Falls ihr Schutz vor einer überwältigenden Übermacht benötigt, dann sollte der Bär euer Verbündeter sein. Erzählt mir vom Wolf. Der Wolf ist gerissen und aufmerksam, wild und tödlich. Wolf beobachtet alles ganz genau und wartet auf die beste Gelegenheit zum Zuschlagen. Mit der Hilfe des Wolfs können unsere Augen die verborgenen Schwächen unserer Feinde erkennen. Falls ihr die Schwachstelle in der Rüstung eurer Feinde sucht, dann ruft den Wolf an. Was muss ich tun, um den König zu retten? Der Gedanke daran, dass er seine Soldaten im Stich gelassen hat und sie ihr Leben umsonst gelassen haben, belastet Jorun sehr. Er muss die Wahrheit erkennen, dass sie ihr Leben gegeben haben, weil sie ihren König lieben. Sie haben an ihn geglaubt. Viel Glück! Ja, Geschwindigkeit wäre jetzt natürlich nicht schlecht, aber ich muss dazu sagen, dass ich natürlich, da meine Gilde ja die Hungrigen Wölfe heißt, zum Wolf bete. Hallo, mein Süßer. Aber wir müssen in der Zwischenzeit mal wieder die Quest auf die normale Quest umstellen. Schaut euch eure Soldaten an, Jorun. Das ist mit uns geschehen. Weggesperrt in irgendeiner Krypta wie gewöhnliches Volk. Unser Tod hat niemanden interessiert. Ganz besonders euch nicht. Wir waren nur Spielfiguren für euch. Nein. Ich habe jeden einzelnen von euch respektiert. Niemand war mir egal. Mit jedem von euch verlor ich Bruder oder Schwester. Aber wir kämpften für das, woran wir alle glaubten. Wir kämpften für unsere Freiheit. Oh, kommt, Leute, ganz ehrlich. Gerade stand hier nämlich noch was von wegen Draugeißel. Also man muss die so präzise jetzt anvisieren. Das ist grauenhaft. Und wie bei Teso ja leider häufig, darf man ganz offensichtlich auch nicht direkt anvisieren. So, nee, ich dachte, das wäre was zu lesen. So. Warum ist das eigentlich wie ein Ausrufezeichen da oben? Hört ihnen zu. Hört ihre klagenden Schreie. Sie starben euretwegen. Ihr habt ihr Leben weggeworfen und jetzt bezackt. Halt die Klappe. So, wo ist er? Weiter geht's. Was zu lesen ist dann nicht, ne? Oh je, was ist geschehen? König Jorun regt sich qualvoll, bevor er sich wieder beruhigt. Die Wellen wiederholen sich, selbst wenn ihr seine Träume betretet. Sein Leben entschwindet immer mehr. Was habt ihr entdeckt? König Jorun weiß, dass etwas nicht stimmt. Er versucht, aus seinen Träumen zu entkommen, aber er weiß nicht, wie ihm das gelingen soll. Das Gift verseucht seinen Körper. Es lässt ihn seine Ängste neu durchleben und verleiht der Umklammerung der Albträume mehr Kraft. Er wird so lange weiter einen Ausweg suchen, wie der Traum andauert. Ihr müsst dem König noch tiefer in den Traum hineinfolgen. Wie folge ich dem König? Betet weiter an den Totems. Ihr habt bereits einen Teil seines zerbrochenen Geistes befreit. Diesmal müsst ihr schnell sein. Wenn der König weiß, dass er in Gefahr ist, wird der Traum hinter ihm zusammenbrechen und die Kraft des Albtraums mehren. Okay, ich will jetzt nicht, dass der mir nochmal von den Aspekten erzählt. Wir müssen schnell sein, also werde ich diesmal den Fuchs auswählen. Nicht, dass das irgendeine Bewandtnis hätte. Warum folgt ihr mir immer noch? Der Argonia, der mir gefolgt ist, hat die Strapazen nicht ertragen. Euch wird es auch nicht besser ergehen. Zieht euch zurück, bevor es zu spät ist. Für mich sind schon zu viele gestorben. Ich muss mit dem hier allein fertig werden. Ihr wurdet vergiftet. Der Argonia versuchte, euch zu heilen.
Mich zu heilen? Durch meinen eigenen Geist? Ihr würdet dädrische Magie einsetzen? Aber das ist doch gerade die Magie, die mir ein Leid zugefügt hat. Ihr müsst das nicht tun. Ich bin gegen eine Armee angetreten, die behauptete, unbesiegbar zu sein, und ging siegreich aus der Schlacht hervor. Schildgors Gift wird mich nicht aufhalten. Lasst mich euch helfen. Wisst ihr überhaupt, wo wir uns im Moment befinden? Diese Höhle. Meine Schwester und ich stürzten auf der Jagd in ein Loch. Wir wären beinahe erfroren und kamen nur knapp mit dem Leben davon. Wartet! Was ist? Ohne meine Schwester wäre ich nie aus dieser Höhle entkommen. Ich wurde vor Erschöpfung und Kälte ohnmächtig. Nurnhilde hat mich den Rest des Weges getragen, bis wir in Sicherheit waren. Verdammt! Ich weiß nicht, wie wir aus dieser Höhle entkommen sind. Was wollt ihr damit sagen? Ich habe den Ausgang nie gesehen. Wie soll ich ihn dann in meinen Träumen finden? Die Feuer. Ich erinnere mich an die Feuer. Sie müssen der Schlüssel sein. Falls ich nicht überlebe, müsst ihr Almalexia und die anderen Anführer des Pakts benachrichtigen. Der Pakt darf nicht scheitern. Alles fürs Dominion! Ich werde hier nicht dem... dem Feind hier, ne? Nein, ich muss laufen, 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 laufen. Also, das hat sich ja zu einem interessanten Jagdausflug entwickelt. So viel zum Thema, ihr kennt die Gegend wie eure Westentasche, nicht wahr, Schwester? Ja, ja, macht nur so weiter. Verspottet mich nur, Bruder. Ich hätte euch in dieser Höhle lassen sollen. Vielleicht hättet ihr einen Fuß an den Frost verloren, dann würde man euch jetzt den Hinkeprinzen nennen. Das wäre dann das letzte Mal, dass ihr mich verspottet habt. Ich würde ein heroisches Gedicht darüber schreiben, wie ich auf den Berggipfeln gegen einen Eisdämon gekämpft und ihm die Klinge in den Leib gerammt habe, als er meinen Fuß packte. Für die Frauenwelt wäre ich dann sicher ein Held. Vielleicht sollte ich meinen Fuß tatsächlich abfallen lassen. Ja, das würde passen. Ich kenne sonst niemanden, der ein episches Gedicht darüber schreiben würde, wie er hingefallen und sich die Nase gebrochen hat. Hat das Nordmädchen, das ihr mit nach Hause gebracht habt, die Geschichte von euch und dem Troll wirklich geglaubt? Okay, die bleiben scheinbar jetzt sitzen. So, und weiter geht's. Durch die kalte Höhle hindurch. Mach mir Platz, geh mir aus dem Weg. Ich brauche Feuer, 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 Feuer. Diese Höhle nimmt ja gar kein Ende. Und die Kälte, sie schneidet bis ins Mark. Ich verliere langsam das Gefühl in den Beinen. Ich hasse es, wenn das passiert. Ihr jammert wirklich ganz schön, wisst ihr das? Wir finden hier schon noch raus. Macht euch nicht zu viel Sorgen. Oh, ich hatte es ganz vergessen. Kein Grund zur Sorge. Die große, wunderbare Nurnhilde ist ja da. Jetzt seid still, Bruder. Fildgor hat mir gezeigt, wie ich aus einer Höhle herausfinde. Sogar aus einem geschlossenen Raum. Man muss nur den Wind finden. Dann kann man herausfinden, woher er kommt. Das ist dann der Ausgang. Ganz einfach. Ja. Hat man damals auch schon bei Detective Conan so gelernt. So, guck mal her, Irrlicht. Du brauchst uns nämlich nicht zu folgen. Problematischer wird es jetzt mit dem Viech, was mir wahrscheinlich jetzt wieder vor die Füße springt hier. Aber wir müssen zum nächsten Feuer. Das Problem ist, es wird immer kälter und da ist es natürlich auch schon. Und jetzt habe ich auch fast keine Ausdauer mehr. Aber ich habe schon gehört, der liebe Basti hat das Ganze abgenommen. Komm schon, Joron. Wir müssen weiter. Hier sein. Wir sind fast da. Ich spüre es. Bitte, Bruder. Nur noch ein kleines Stück. Ihr müsst durchhalten. Ich brauche euch. Ohne meine Brüder an meiner Seite kann ich nicht Königin werden. Ich schaffe es einfach nicht. Bleibt bei mir, Bruder. Wacht auf. Jo, mehr kommt nicht mehr, glaube ich. Ah, hier war doch noch... Oh, warum bin ich jetzt hier unten? Nein, ich wollte nicht runter.
Lauf. Du darfst nicht vor Kälte vergehen. Oh, es ist nervig, dass diese Eisgeister ständig überall sind. Eigentlich sollte ich ja damals auch eins bekommen haben. Ich weiß nicht mehr genau wofür. Aber das habe ich ja bis heute leider nicht erhalten. Also den Eisgeist. Eure Schwester hat euch sehr geliebt. Warum kämpft ihr gegen diesen Traum an? Gebt ihm einfach nach. Ihr könnt erneut... Ihr könnt mich nicht aufhalten. So einfach werde ich nicht aufgeben. Ich werde weiterleben. Wegen meiner Schwester. Nein. Meine Schwester ist tot. Ich werde die Erinnerung an sie ehren, indem ich mein Leben lebe. So. Wie sieht's aus? Die Atmung König Joruns verlangsamt sich. Ich weiß nicht, ob das an eurem Vorgehen liegt oder ob er sich dem Tode nähert. Habt ihr etwas Neues erfahren? Der König weiß, dass er in seinen eigenen Geist gefangen ist, aber er wird nicht aufgeben. Solch ein stolzer, sturer Mann. Jorun ist jetzt an seinem schwächsten Punkt angekommen. Er steht auf der Schwelle zwischen Leben und Tod. Ihr habt nur noch eine weitere Chance, den Traumpfad zu betreten. Es ist die letzte Chance, den Albtraum zu zerschlagen und ihn zu befreien. Falls ihr scheitert, seid ihr beide verloren. Ich werde nicht scheitern. Die Träume des Königs wollen ihn in die Irre führen. Ihr müsst auf der Hut sein. Blickt durch diese Schatten und gebt genau Acht. Der König wird von uns gehen, wenn ihr ihn nicht überzeugen könnt, dass das, was er sieht, nur eine Lüge ist. Und wenn er stirbt, dann endet sein Traum. Und ihr mit ihm. Ja, das heißt, wir werden dann mal als letztes den Bären nehmen. Seid ihr echt? Oder nur ein Teil dieses Traums? Ah, mir tut alles weh. Fühlt sich an, als würde mein Körper zerquetscht werden. Das auf keine sonderlich spaßige Weise. Warum seid ihr mir gefolgt? Diese Erfahrung würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen. Ihr lebt. Was ist geschehen? Natürlich lebe ich. Die Magie, die es euch erlaubt, den Traumpfad zu betreten, wäre verflogen, wenn ich gestorben wäre. Trotzdem ein beängstigender Gedanke, im Traum eines anderen zu sterben. Ich werde darüber nachdenken, während ihr den König sucht. Wo ist König Jorun? Er ist einer schönen jungen Frau gefolgt. Sie kam mir bekannt vor, aber ich weiß nicht genau, woher. Sie ist die Treppen hochgelaufen und der König war ihr dicht auf den Fersen. Doch dann ist etwas Seltsames geschehen. Es tauchten Phantome auf. Sehr bösartige. Ich werde ihn finden und uns hier rausholen. Seid vorsichtig. Diese Geister sind gewalttätiger und mächtiger als alle anderen hier im Traum. Sie stammen aus den stärksten Erinnerungen des Königs. Wenn ihr scheitert, werden wir alle einen schrecklichen, schrecklichen Tod sterben. Wahrscheinlich. Entschuldigung. Ich habe den letzten Satz ein bisschen abgeschnitten. Könnt ihr es glauben, dass Jorun seinen Bruder besiegt hat? Filtgor muss betrunken gewesen sein oder sowas. Wenn dieser Narr Jorun meint, dass wir für ihn sterben, dann ist er dümmer, als ich dachte. Ich würde ihm eher in den Rücken fallen, als ihm zur Seite zu stehen. War das nicht gerade sogar noch die Stimme, also in der letzten Folge, von dem Vampirtypen? Hallo Bärchen! Ja, du siehst ja niedlich aus. Komm mit, wir müssen dem König Jorun helfen. Ich weiß nicht, warum die hier schon alle tot liegen. Dafür bin ich gestorben? Für Jorun? Der hat sicher in seinem Leben noch kein Schwert gehoben. Aber seine Schwester, Nurnhilde, die war eine echte Kriegerin. Bei Kühne, Filtgor war auch ein großer Kämpfer. Das wäre ein Mann gewesen, für den ich sterben würde. Aber nein, wir bekommen einen Bardenkönig.
Ich wette, dass der kein Jahr überlebt. Dann wären wir besser dran. Eine Allianz mit den Dunkelelfen? Jorun ist ein Verräter, wenn ihr mich fragt. Ein verdammter Marionettenkönig. Okay, das hört sich jetzt nicht besonders realistisch an. Also ich glaube nicht, dass seine Leute so über ihn gesprochen haben. Ergebt euch euren Träumen. Gebt euch der Finsternis. Niemals. Ich werde aus diesem Traum erwachen. Ich werde meinen Bruder und alle an... Ihr habt mich und meine Verbündeten unterschätzt, elende Kreatur. Bleibt stehen, König Jorun. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als meine Schwester auf ihrem Thron saß. Mein Bruder und ich haben sie endlos damit aufgezogen, dass sie die Königin ist. Meine Leute haben meiner Schwester vertraut, sie geliebt. Sie haben sie die große Königin Nurnhilde genannt, Herrscherin der Nord. Dann griffen die Akaviri an. Das Volk hat seine Königin und ich meine Schwester verloren. Das Reich weinte an dem Tag, an dem sie starb. Der Argonia sagte, ihr hättet eine Frau hier hochverfolgt. Das war eine Täuschung. Beschworen von dieser Kreatur, die ihr getötet habt. Nurnhilde ist tot. Ihre wunderschöne Seele ist fort. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist, um mein Volk zu führen. Ich darf es nicht im Stich lassen. Wie geht es euch? Anders. Seltsam. Als ob ein Teil von mir fehlen würde. Keine Wachen, keine Burgmauern. Nur die Grenzen meines eigenen Geistes. Hirngespinste und Illusionen. Vielleicht seid ihr ja auch nichts anderes. Mich gibt es wirklich. Ich bin mit dem Argonia hierher gekommen, um euch zu retten. Euer Gesicht erscheint mir vertraut. Aber ich kann mich nicht erinnern. Wie dem auch sei, euch gebührt mein Dank. Euch und auch dem Argonia. Wir müssen euch hier rausschaffen. Ich weiß, es gibt viel zu tun. Mein Bruder Fildgor darf seinen Plan nicht vollenden. Nicht solange er den Leichnam und die Krone unserer Schwester hat. Ich fürchte, seine Machenschaften werden zu nichts Gutem führen. Schwester, das kann nicht sein. Das muss zu einem Traum gehören. Jorun, mein geliebter Bruder, es ist so lange her. Ich wünschte, die Kunde, die ich bringe, wäre nicht so düster. Was ist los, Nurnhilde? Was bedrückt euch? Es geht um Fildgor. Ich weiß, warum unser Bruder meine Leiche und die Krone gestohlen hat. Er will meinen Geist herbeirufen und ihn mit seinem verschmelzen. Er glaubt, dass er der rechtmäßige König werden kann, wenn er von mir Besitz ergreift. Bitte, meine Freundin, lasst uns allein, damit wir uns unterhalten können. Ich bin in Kürze in der wachen Welt bei euch. Macht nicht zu lange, euer Körper stirbt gerade, ne? So, aber sieht hier schon sehr viel freundlicher wieder aus. Ich kann euch all dies niemals zurückzahlen. Ich sollte ein großes Fest geben und euch zum Mitglied meiner persönlichen Wache machen. Aber es gibt immer noch Gefahren, um die wir uns kümmern müssen. Fildgor möchte den Geist meiner Schwester entweihen. Das darf nicht geschehen. Warum tut Fildgor das? Die Krone von Freydis, das Symbol unseres Volkes, kann nur vom wahren Erben des Throns getragen werden. Sie passt nicht auf ein unwürdiges Haupt. Fildgor glaubt, dass er den Geist unserer Schwester mit seinem eigenen verschmelzen kann, um der Krone würdig zu sein. Und wenn das funktioniert? Wenn ihm die Krone passt, wird Fildgor damit zum wahren König ausgerufen. Nicht einmal ich kann mich jemandem widersetzen, der die Krone trägt. Deshalb muss Fildgor aufgehalten werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass er Nurnhildes Geist schändet. Was wird jetzt geschehen? Fildgor und seine Sturmfaustbrigade sind zum Drachenschrein von Skuldafen weitergezogen. Der Prinz und ich müssen zu den Lagern am Fuß des Berges, um dort unsere Gegenmaßnahmen zu planen. Ich muss jetzt gehen. Die Leute brauchen ihren König. Ja, und wir haben schwere Beine von der akavirischen Drachengarde erhalten. Ich kann ein Portal für euch öffnen. Aber ich habe nur noch genug Energie, um euch und euren Sohn zu teleportieren. Das ist kein Problem. Unsere Freundin hier hat bereits mehr als genug für uns getan und verdient ein wenig Ruhe. Kommt, Irnska, gehen wir.
Wenn ihr wollt, könnt ihr euch uns anschließen. Geht dafür zum Lager. Egal, wie ihr euch entscheidet, danke für alles, was ihr getan habt. Ich will aber doch gar keine Ruhe haben. Ich will doch einfach nur weitermachen. Ja, aber wir machen hier trotzdem mal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.